dauern. Wenn es was zu bergen gibt, finden wir es, aber der Schaden ist enorm. Wir müssen viele Wrackteile durchsuchen. Ich sag's ihm. Stoß danach wieder zu den anderen. Und damit moin Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part von Star Wars Battlefront 2 der Kampagne. Im letzten Video haben wir Aiden Worsio aus dem Gefängnis befreit und konnten auf eins unserer Raumschiffe fliehen. Da vorne ist unsere Sniper-Unterstützung. Die habt ihr im letzten Video gesehen. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung schauen. Da ist nämlich die Playlist verlinkt. Da findet ihr alle Star Wars Battlefront-Videos, die ich bisher gemacht habe und gemacht haben werde. Das Projekt wurde sich ja tatsächlich von euch gewünscht. Es kommt gar nicht von mir aus. Das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur TIE-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Das war der Todesstern 2, der gerade explodiert ist. Das ist nicht gut für uns, weil wir spielen ja eine Agentin der dunklen Seite, denen der Todesstern gehört. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter los. Wir müssen zur Plattform 4, sonst kommen wir nicht zurück zur Corvus. Vizeadmiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Corvus erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen, mal wieder. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt und wir haben den Preis dafür bezahlt. Commander, das darf ich freisprechen. Nur zu. Wir sind zwar Alleineinheiten, aber das klang fast wie Verrat. Sehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein Verrat. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier in eine Falle laufen, aber anscheinend jetzt noch nicht, weil die ja eben schon gesagt hat, das können unmöglich alle gewesen sein. Oh. Danke, Agent Nico. Wir kümmern uns darum. Anscheinend soll hier irgendwo eine Patrouille sein von den Rebellen. Ich habe nicht Kontakt zur Patrouille. Wir sollten hier nicht überstanden. Aber trotzdem wimmelt es auf. Ganz ruhig, Agent. Sie warten auf den Feuerbefehl. Und ich würde sagen, wir schießen. Boah, wie viele kommen denn da jetzt? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber wir haben alle ausgeschaltet. Commander, da ist ein Rebellenhinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Ich wusste doch, dass es eine Falle ist. Das ist einer von uns hier. Die wurden erschossen. Das waren alle. Wir hatten nicht mit Spezialeinheiten gerechnet. So soll sein, Sergeant. So, ich weiß tatsächlich nicht, wo wir hin müssen, weil das irgendwie nicht markiert ist. Ich gehe einfach mal in die Richtung. Oh, da vorne ist der nächste Trupp. Wir sind fertig. Agent Nico, wie ist Ihre Position? Ich bin mit einem Trupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Hask, bevor wir vorrücken. Auf dem Weg. Hier sind wir erstmal fertig. Commander, die Rebellen haben Plattform 4. Wird ein harter Kampf, das Ding zurückzuerobern. Truppler, wir holen die Plattform zurück und evakuieren den Mond. Und dann lassen wir die Rebellen bezahlen. Feuer frei! Boah, das waren zwei gute Scharfschüsse. So, wir haben den Läufer fast ausgeschaltet. Und zack, explodiert. Jetzt sollten wir hier auch durchmarschieren können. Die haben keine Chance mehr. So, wir haben es geschafft. Wir steigen in den TIE-Jäger ein. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, ob wir jetzt selber fliegen oder ob das für uns geflogen wird. Das sind die Trümmerteile vom Todesstern 2. Oh, wir dürfen steuern. Commander, wir haben ein Problem. Was gibt's, Hask? Die Explosion des Todessterns hat die Corvus beschädigt. Triebwerke ausgefallen. Reparatur läuft. Der Admiral hat die Rendezvous-Koordinaten. Commander, ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Nicht viele. Die sind geflohen oder wurden zerstört. Und der Sternzerstörer des Admirals?
Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Corvus. Anscheinend ist sie voll funktionsfähig. Wenigstens ist Hask nicht allein auf der Corvus. Vielleicht schaffen wir es doch noch lebend hier raus. Agent Hask, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. So, meine Freunde, es passiert doch noch was Spannendes, denn unser Raumschiff, die Corvus, wird angegriffen. Und wir müssen die jetzt gegen diese Bomber hier verteidigen. Bomber starten ihren Angriff. Also wir haben jetzt die Mission erfolgreich geschafft, alle Bomber zerstört, die uns zerstören wollten, und sind jetzt mit einem Sternzerstörer geflogen. Die Corvus ist schon vorausgeflogen. Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stiel ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre, eine, die ich mit meiner Tochter teile. Admiral Versio, Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand, Rebellion, Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen tilgen werden. Ja, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist dein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind auch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Tu, was du am besten kannst. Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Hask, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moff Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus. Die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moff Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Was ist der Plan, Commander? Den Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. Ja, Commander. Ah, jetzt weiß ich auch, wo ich reinfliegen muss. So, wir zerstören jetzt... Also ich wollte jetzt alle feindlichen Schiffe zerstören und plötzlich wurde ich zerstört. Ich weiß aber nicht von was. Naja, versuchen wir es nochmal. Ich gehe auf das feindliche Schiff. Hask, auf mein Kommando stoßen Sie zu mir. Bis dahin decken Sie die Dauntless. Ja, Commander.
Ich würde sagen, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge, weil ich nehme schon ziemlich lange auf. Bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein. Ciao.